Ja, und hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Captain oder auch genannt Mr. Pepelius Claritas. Ich bin hier mal wieder nach langer Zeit aktiv, denn ich spiele der Herr der Ringe online. Jetzt zum 10-jährigen Jubiläum machen wir mal hier gleich mal, schalten wir mal gleich mal um auf Herr der Ringe online. Und hier seht ihr schon, mit dem Elben Elsyrian bin ich unterwegs. Was habe ich jetzt heute vor? Mal gucken, wie weit wir kommen. Ich habe vor, mal ein bisschen in das Jubiläumsfest reinzuschnuppern, speziell halt, weil jetzt zum 10-jährigen Jubiläum, man glaubt es kaum, 10 Jahre Herr der Ringe, und ich bin seit dem ersten Tag mit dabei, 10 Jahre, wie man wahrscheinlich jetzt gleich hier im Rahmen erkennen kann, 10 Jahre lang, 2007, oh Gott, das ist schon so lange her, was waren damals, ich weiß jetzt gar nicht, okay. Auf jeden Fall bin ich jetzt hier dabei, das Jubiläumsfest anzuschauen. Und dieses Mal hat sich nicht mehr Turbine, mit denen sie es angefangen haben, Codemasters in Deutschland, ist es ja jetzt Standing Stones Games. Ob das gut ist oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Aber haben sich ja was Besonderes einfallen lassen. Ich glaube auch nicht, dass Standing Stones Games das programmiert hat. Das hat wahrscheinlich alles noch Turbine gemacht. Und es sind ja sowieso die gleichen Entwickler geblieben. Und ja, gucken wir einfach mal rein ins Jubiläumsfest. Ich habe hier noch gar nichts angeklickt in dem Spiel. Ich bin jetzt hier wie üblich als Elbenjäger. In meinem Wald habe ich mich zurückgezogen. Zusammen hier mit meiner kleinen Miezekatze hier, die hier ein bisschen rummiaut. Muss man noch draufklicken. Seht die ganzen Tiere, die ich schon gesammelt hatte mal. Gleich mal wieder umschalten. Also... Ziertiere sind doch schon was ganz Besonderes hier in dem Spiel. Wo ist denn jetzt die Katze? Ach, da unten ist sie jetzt. Da guckt sie. Da. Genau. Och, die sieht aber echt süß aus. Okay, ja, komm. Kriegst ein paar Streicheleinheiten. Hier. Kriegst ein paar Streicheleinheiten. Wo ist das Schwert? Achso, ups. Jetzt habe ich sie geköpft. Okay. Ja, ich habe noch nichts gemacht. So bin ich reingekommen in das Spiel. Wir gucken mal gleich schnell, was in der Post ist. Eine automatische Aufgabe. Das ist, was hier ist. Das Jubiläumsfest ist da. Okay. Damit bekommt man natürlich einmal eine Münze, einmal Gegenstandserfahrung, gut, Jubiläumskästchen und eine Karte nach Bre zum Jubiläumsbaum, nach Bre zum Jubiläumsfest. Gut, können wir gleich mal abschließen. Zack. So, ja, seht schon, ist jetzt hier alles da, also der 10-Jahres-Kästchen. Jubiläumskästchen und Jubiläumskarte. Und was haben wir noch? Abgeschlossen, Jubiläums-Schnitzeljagd. Genau, das ist, warum ich eigentlich hier ganz gerne mal spielen wollte. Die Schnitzeljagd geht nämlich los. Und Waldemar Rumpel braucht eure Hilfe. Gut, das wird wahrscheinlich dann gleich der Brief sein. Gucken wir mal rein. Ja, ihr seht, ich benutze das hier auch manchmal als Lagerplatz. Oh, muss mal ein bisschen aufräumen hier. Die ganzen anderen Sachen. Oh, können wir alles mal wegmachen. So. Waldemar Rumpel. Das Problem mit dem Festbaum. Und er schickt uns einen netten Brief. Betreff das Problem mit dem Festbaum. Werte Herrschaften, ich benötige dringend eure Hilfe in einer Angelegenheit von höchster Bedeutsamkeit. Es handelt sich um ein außergewöhnliches und beispielloses Ereignis, wie es kein Auenländer zu Lebzeiten je gekannt hat. Ihr müsst wissen, also, die Sache ist, dass es strenge Regeln bei der Planung einzuhalten gilt, weswegen unsere Feste auch immer reibungslos abgelaufen sind, wie jeder sehen kann. Zudem kennen wir unsere Feiertage genauso gut wie unsere Namen. Aha, okay. Es kann also nicht einfach ein jeder daherkommen und seine eigenen erfinden. Von der ungeheuerlichen Verschwendung von Papier, Tinte, Bändern und anderen Utensilien einmal ganz zu schweigen. Und wer soll es am Ende wieder in Ordnung bringen, wenn die ganze Angelegenheit geklärt ist? Ganz bestimmt wieder ich. Die Sache ist, das Festplanungskomitee ist außer sich und scheint zu denken, dass ich schon weiß, was zu tun ist. Also der Waldemar Rumpel. Oder es hat gar den Verdacht, völlig zu Unrecht, dass ich in irgendeiner Weise dafür verantwortlich bin. Aber ich bin wahrlich mit meiner Weisheit am Ende und brauche dringend alle Hilfe, die ihr mir anbieten könnt. Ich hoffe auf eure baldige Antwort. Herr Waldemar Rumpel, Direktor, Direktor der Arbeit wahrscheinlich. Gut, und wir hatten hier noch eine Karte, Karte zum Festbaum, genau. Zum Festbaum, wunderbar. Die nehmen wir mal gleich raus. Damit verschwindet auch der Brief, können also nicht mehr anschauen. Okay. Gut, ja, was machen wir denn jetzt? Einfach mal. Sind noch irgendwelche anderen Aktivitäten hier? Ja, wir gucken einfach mal jetzt erstmal in die Kisten rein. So, gleich mal anfangen. Die 10-Jahres-Geschenkkiste aufmachen. Was ist in der 10-Jahres-Kiste drin? Ihr seht, ich bin wirklich 10 Jahre dabei. Was ist? Ein oder Drachenfeuerwerkskörper. Na gut, ein Feuerwerkskörper. Legen wir mal gleich mal hier an die Seite. Ich habe ja nicht schon genug Feuerwerkskörper. Wo sind sie denn? Hier oben sind sie alle. Die ganzen Feuerwerkskörper hier. Jubiläum, Sommer... Gelbes, Orangenes und jetzt noch eins. Ein Drachenfeuerwerkskörper. Was macht der? Mal zurückgehen. Ups. 3, 2, 1 und... Da oben fliegt er. Und er explodiert. Und da ist der Drache. Ah! Schick, schick. Und jetzt kommt der Drache sogar näher und dann zerplatzt er. Oh, das ist wirklich schick. Ja. Das ist wirklich ein schöner, den können wir gleich nochmal abschießen. Ja, muss ich echt sagen, haben sie mal was Gutes gemacht. Genauso wie bei Bilbos Geburtstag. Und... Ui, da fliegt der Drache. Ah, und im halben Anflug zerplatzt er dann. Okay, gut, was ist noch drin? Ich sehe hier sonst nichts mehr drin. Merkwürdig. Aber ich weiß, dass hier der Porträtrahmen sich geändert hat. Ich habe jetzt diesen Flora-Rahmen gerade drin, wegen den Blümchen. Es sieht einfach besser aus für Elben und so passt das auch besser. Ja, und jetzt 10-Jahres-Rahmen mal dran machen und ja, etwas schlicht, ganz normal. Ich meine, klar, ein goldenes Blatt hier sind 5 Jahre, 2 Blätter sind halt dann 10 Jahre. Wenn man vergleicht mit dem 9-Jahres-Rahmen, ist es ein goldenes, 1, 2, 3, 4 silberne. Wenn man es mal vergleicht mit dem 5-Jahres-Rahmen, hier nur einen. Und dann haben wir halt noch die anderen Rahmen, die man sich so erspielen konnte. Mal Julfest und den VIP-Rahmen, den man kriegt, wenn man was gekauft hat. VIP mal geworden ist und natürlich den Flora-Rahmen. Mache ich jetzt den 10-Jahres-Rahmen? Ja, ich mache jetzt mal einfach den 10-Jahres-Rahmen. Das reicht für das Spiel. Für das Spiel jetzt. Gut, und ja, das Jubiläumsgeschenkböckschen machen wir mal auf. Und wir haben hier natürlich noch weitere Feuerwerkskörper drin. Natürlich ein Hobbit-Feuerwerkskörper, ein Zwergenfeuerwerkskörper, ein Menschenfeuerwerkskörper und ein Elbenfeuerwerkskörper. Okay. Elbenfeuerwerkskörper und alles klar, der macht so und hier hat jetzt wieder Ewigkeiten Cooldown. Ah, nicht so interessant. Gut, noch eine Karte und zwar die zum Festbaum legen wir mal zur Seite und jetzt verbrauchen wir mal gleich die nach zum... Nein, zum Festbaum benutzen wir, genau. Denn da beginnt, glaube ich, die Schnitzeljagd. Das war ja die mit der Schnitzeljagd. Okay. Gut. Ja, auch ganz wichtig hier bei der Schnitzeljagd, dass ich den Jäger genommen habe. Ich habe ja auch noch einige andere Charaktere, aber mit dem Jäger ist man halt beim Reisen auch ein bisschen schneller. Und wenn wir mal wirklich gucken, was da so die Schnitzeljagd dann ist. Oh, man sieht, hier ist schon viel los. Hier sind schon sehr viele Leute. Ja, hier blinkt was. Drüben blinkt was. Geschichten aus Jahr 1. Frodo, alte Feinde, gewaltige Monumente. Und was haben wir hier? Das gleiche. Okay. Nehmen wir mal an. Geschichten aus Jahr 1. Frodo. Auf dieser Schnitzeljagdkarte steht eine Liste von Dingen, die es zu finden gilt. Sie könnten überall sein. Sammelt Erinnerungen in Beutelsend. Redet mit Lobelia Sackheim Beutlin. Streichelt Greif, Bauer Maggots Hund. Streichelt Fang, Bauer Maggots Hund. Genießt eine Mahlzeit in Tom Bombadils Hütte. tanzt auf dem Tisch im tänzelnden Pony, also es scheint wohl hier vom Auenland wirklich Richtung Bree zu gehen, sprecht mit Frodo in Bilbos Zimmer, das ist dann in Bruchtal, fällt in Ohnmacht im Waldläuferlager unter der Wetterspitze, da können wir auf dem Weg dahin machen, ne? Setzt euch auf den Amon Hen in den Stuhl. Ach ja, gut. Ja, Amon Hen. Amon Hen. Ja, jetzt weiß ich wieder. Amon Hen ist der Berg, wo die Fellowship, wo die Gefährten halt zerbrochen sind. Genau. Bezwingt grausame Geister in den Totensümpfen. Okay, da müssen wir dann auch hin. Sammelt Erinnerungen in Henneth Annûn. Okay, also nehmen wir mal an, sollte alles relativ leicht machbar sein. Gucken wir mal das zweite an. Kleinigkeiten im Jahr 1, alte Feinde. Okay, was haben wir hier? Auf dieser Schnitzeljagd finden wir eine Liste von Dingen, die es zu finden gilt. Ach so, okay, gut. Verschiedene Feinde zu bezwingen. Dit, Fahrradluck, Moraffen, Reudeschlund, Rotluck sind alles Auftragsquests, die es noch damals zu Level 60, Level 65 zu lösen gab. Irgendwann uralt. Skitty-Schwarzhand, okay. Hört sich nach einem Level 1 Mob aus dem... Boah, wo ist der denn jetzt nochmal? Skitty-Schwarzhand. Der kommt mir irgendwie bekannt vor. Ach, den musste ich in den Eretloiden mal killen. Genau, Swalfang, ja, das ist so ein Riese. Den darf man nur bezwingen, den muss man nicht besiegen. Interessant, da sieht man gleich, welche man besiegen und welche bezwingen kann. Schlitzer Jakob, okay, das ist, glaube ich, fast mit einer der Startaufgaben dann in, hinten bei Schlucht. Baugarsch, wo ist der denn nochmal? Baugarsch. Auch da irgendwo. Ist das... Weiß jetzt gar nicht. Muss ich mal gucken. Nehmen wir einfach mal an. Und was haben wir noch als letztes? Reisen ins Jahr 1. Gewaltige Monumente. Sammelt Erinnerungen 20. Ja. Wobei ich nicht weiß, was mit Sammelt Erinnerungen gemeint ist. Besucht die Statue von Grenzerslohn. Besucht die Kreuzung des Hohen Königs. Ja. Falkenturm. Tor des Schatten, Nadel der Riesen, Tor der Zwergenfürsten, Tor der 7 Väter, Argonath, Stein von Erech und besucht die Kreuzung. Mhm. Gut, interessant. Also eine ganze Menge. So, was haben wir noch an Quests? Hier ist noch ein anderer Tisch mit Quests. Da ist Waldemar Rumpel. Genau, die Jubiläumsschnitzeljagd 1. Ah, ihr seid hier, weil ihr meinen Brief erhalten habt. Es tut mir leid, wenn er hier und da etwas zusammenhangslos und weitschweifig war. Mir ging es einfach schrecklich. Die Sache ist, naja, schaut doch nur den Festbaum an. Irgendein listiger Tunichtgut hat ihn mit, tja, was auch immer das sein soll, behängt. Jetzt gucken wir mal gerade. Mit Bändern? Ja, er hat ihn mit Bändern behängt, okay. Und mit da oben Geschenken behängt, okay. Und wie ich in dem Brief geschrieben habe, hat das Festplanungskomitee entschieden, dass ich irgendetwas damit zu tun habe oder dass ich zumindest der Sache auf den Grund gehen soll. Fragt mich nicht warum, nur habe ich nicht die leiseste Ahnung, wo ich beginnen soll. Wollt ihr mir nicht helfen? Nehmt einfach eins von den Dingern herunter und schaut, ob ihr irgendetwas damit anfangen könnt. Ich kann es nicht. Sollen das Listen sein oder Rätsel? Löst eins von diesen Dingern, dann kommen wir ja vielleicht weiter. Ach, okay, nur eins von denen. Schließt eine Schnitzeljagdkarte ab. Okay. Gut, also ich brauchte offensichtlich nur eine abschließen. Können wir jetzt mal wieder wegmachen. Und was haben wir hier? Nehmt am Jubiläumsfest Veranstaltungen teil. Gut, das machen wir auch gleich mal an. Zack, so. Das ist einfach nur, dass ich hier Sondersachen kriege, dass neuerdings die Feste auch hier Essenzfragmente und all sowas geben. Jo, haben wir jetzt hier noch irgendwas, was ich nehmen kann? Rest kann ich hier nicht anklicken, oder? Doch, hier kann ich noch was anklicken. Ach, deswegen. 1, 2, 3, das sind die 3 Quests. Genau. Jetzt, alles klar. Gut, wie machen wir denn jetzt weiter? Ja, wir schauen jetzt mal einfach hier rein. Was haben wir denn? Erinnerung 20. Besucht die Statue Grenzerslohn. Können wir jetzt mal hier reingucken. Kreuzung, Grenzerslohn. Da könnten wir natürlich sofort hingehen. So, erstmal ab aufs Pferd. Ne, erstmal ab aufs Pferd. Festpferd. Wir sind im Festmodus. Zack. Und wir gehen natürlich gleich erstmal nach Beutelsend hoch. Sammelt Erinnerungen in Beutelsend. 3 Stück. Das kriegen wir schon noch hin. Einfach über die Mauer. Und ja, hier hängen schon eine ganze Menge Leute, die hier mitmachen beim Fest. Also, das ist offensichtlich das Richtige hier. Ist das zu glauben? Sie haben ihr schmutziges Geschirr stehen gelassen. Gut, dass wir die wieder los sind, würde ich sagen. Aha. Mit der habe ich also gesprochen. Geht mir aus den Augen, ihr Erbärmlicher, möchte gern Grenzer. Okay. Und, ja. Wahrscheinlich in Beutelsend selbst gibt es irgendwas. Erinnerung, da steht auch was. Erinnerung. Anzahl an Erinnerungen, Abenteuer, an die ihr euch erinnert habt, okay? Hier ist... Oh, hängt. Und da ist die nächste Erinnerung. Okay, das ist relativ einfach hier. So, die schnell mal einsammeln, damit wir die ersten Sachen wegkriegen. Und da ist die nächste Erinnerung. Och, Beutelsend. So viele Erinnerungen hier an Beutelsend. 3 von 3. Hier ist sonst noch irgendwas. Gibt es hier noch irgendwas? Ne, das war der Eingang. Das war's. Gut. Also Beutelsend sind wir fertig. Okay. Dann gehen wir mal weiter hier. Was wollen wir denn? Also wir könnten jetzt zum Bauer Maggot gehen und dann rüber. Oder aber wir setzen uns hin. Wir steigen auf das schnelle Pferd. Ich glaube nämlich... Hier ist nämlich im Norden gleich eine von den Figuren, die man töten muss. Kommt mir irgendwie bekannt vor. War nämlich hier einer hier im Moor? Hier im Moor war nämlich, glaube ich, was man töten muss. Die Frage ist, ob ich den auch kriege, wenn ich das Quest nicht angenommen habe. Hier im Binsenmoor. Wow. Es sieht so hässlich aus. Ich sehe es gerade. Es sieht so hässlich aus. Ich schalte mal die Grafik wieder richtig ein. Erweitert. Post-Processing-Effekte. Wow, jawohl. Zack. Und jetzt sieht es endlich wieder schick aus. So. Ja. Da merkt man mal gleich, was es für ein Unterschied ist. Und hier gab es irgendwo diese Insel. Da drüben ist die Insel. Genau, da reitet schon einer weg. Ich sehe es doch. Hier hat es immer den Typen gegeben. Da ist er. Reudeschlund. Boah. gerade nochmal Glück gehabt. Der hatte nämlich gerade schon angehauen. Ha, gut, das war Reudeschlund, alles klar. Gut, machen wir gleich weiter, nachdem wir Reudeschlund schon mal gekillt haben. Und Reudeschlund, hat das in der Aufgabe gegeben? Nein. Da ist übrigens ein Steintroll, okay. Machen wir uns jetzt mal auf den Weg zur Grenzerstatue. Das ist nämlich auch hier, da steht eine Statue des Grenzers Lohn. Die ist ja in Michelbinge und warum reite ich eigentlich? Jetzt bin ich fast da, jetzt kann ich auch zu Ende reiten. Muss mir angewöhnen, ich bin ein Jäger, ich kann doch an viele Stellen porten. So, Michelbinge. Und eine Erinnerung halt ist hier die Statue Grenzerslohn. Da haben wir sie. Da schenkt auch schon die Erinnerung. Das waren halt wirklich vor ein paar Jahren. Welche Level waren das? Level 75? 85? 75 war das, glaube ich, oder? 75? Ne, mit 85 war das. Da standen wir im großen SZ. Großen Schlachtzug standen wir da. Und haben hier Münzen gesammelt und haben alles weggehauen, was es gibt. Und die Spieler, die am meisten hier eingesammelt haben, die hier drauf sind, bei den verschiedenen Servern und Top-Spieler gewesen sind. Ja, Gwei hier war gar nicht so top hier, muss man echt sagen. Vanya und Maya waren richtig top und ich komme ja auch von Maya. Damals waren noch die unterschiedlichen Server. Die Spieler, die hier aber drauf sind, mit den meisten dabei, ja, kenne ich alle gerade. Hieß dann immer, das waren unheimlich viele Multi-Account-Spieler, Farmer und so weiter, die ihre ganzen SZs selber ausgestattet hatten und sich dann mit dem dauerhaft in irgendwelche Gebiete gestellt haben. Gut, also, das war die Erinnerung. Ach nee, da ist noch eine zweite Erinnerung. Man sieht es hier drüben, ist noch eine zweite, sehr gut. Also sind offensichtlich ungefähr immer 2 oder 3 Erinnerungen, vielleicht bei jeder Station. Gut. Okay. Bleibt noch zu sagen, wir gehen jetzt für Greif, Bauer Maggot. Und ich glaube, da reite ich doch lieber hin. Weil da lässt sich schwer irgendwie hinporten. Wenn wir jetzt zum Bauer Maggot müssen, ne? Also schnell mal die Tour hier. Und vielleicht kommen wir ja an der Kreuzung vorbei. Ob die Kreuzung hier vorne mit gemeint ist. Oder ob da eine andere Kreuzung mit gemeint ist. Das weiß ich nämlich nicht. Kreuzung des Hohen Königs wäre auf jeden Fall nochmal was anderes. Vielleicht ist ja sogar diese Kreuzung hier mit gemeint. Lagerfeuer. Ne, das ist nur Wegscheid, die heißt nicht Kreuzung. Gut. Da ist mit Kreuzung irgendwas anderes gemeint. Muss ich mal gucken. Ja, ihr seht schon hier das schöne Festrentier, ne? Ein Pferd mit Rentiersachen drauf und es ist weiß. Weißem Fell. Ja, was müssen wir denn noch machen? Margots Hund, Tom Bombadil, das hatten wir ja gesagt. Das geht ja irgendwie in Richtung Osten. Und das ist hier Kreuzung Hohen König. Das geht Richtung Norden. Falkenturm. Falkenturm ist auch in den Nordhöhen. Tor der Schatten geht auch Richtung Norden. Okay. Tor des Zwergenfürsten. Wo ist das denn? Tor der sieben Väter. Oh Gott, Tor des Zwergenfürsten. Keine Ahnung, wo das ist. Die Kreuzung, okay. Jo, das Auenland. Wir schauen uns ein bisschen durch die Gegend hier. Ach, da sind wir hier in Balkfurt. Wenn wir jetzt ein Stückchen querfeld einreiten, kommen wir doch gleich hinten am Garten von Bauer Maggot raus. Ja, da reiten schon ein paar andere, also sind wir wohl genau richtig hier. Und ab durchs Gemüsebeet von Bauer Maggot. Hui, und wir setzen ab. Und da wären wir schon. So, Greif. So ein netter Hund. Streicheln. Bitte sehr. Will er nicht. Streichelt. Will er nicht. Warum macht denn der das nicht? Unbekannter Befehl. Ach, muss ich hier etwa... Ich muss echt die Emotes auswählen. Och nee. Zack, zack, zack. Streiten. Streicheln ist wahrscheinlich falsch. Wahrscheinlich heißt es Tätscheln, ne? Tätscheln. Nee, ist es auch nicht. Streichelt Greif. Bauer Maggots Hund. Ich habe nicht ausgewählt. Jetzt. Ah, Tätscheln, genau. So ist es. Und der freut sich aber. Und da ist Fang. Braver Junge. Braver Junge. Sehr schön. Ja, vielen Dank. Und warum gucken die denn alle hier so? Hm? Ist hier irgendwas an den Hunden so besonders, dass die alle hier stehen bleiben? Wissen die irgendwas, was ich wieder mal nicht weiß? Hm. Wir verziehen uns und machen uns weiter, denn jetzt geht's zu Tom Bombadils Hütte. Bevor wir aber zu der Hütte gehen... Moment, wir haben noch was anderes zu tun. Hier gibt es noch Swalfang. Swalfang, den müssen wir noch, auch noch besiegen. Machen wir das mal, indem wir hier zur Brücke reiten. Ja, an diesen Stellen hier ist ja der Brandywein, da sind halt Frodo und Konsorten mit dem Floß übergesetzt und wie einer von den Ringgeistern muss ich jetzt hier über die Brücke reiten, um da hinterher zu kommen. Wow. Klappt ja ausgezeichnet. Ja, und wir düsen aber mal gleich mal nach links oben. Walfang sollte doch nämlich hier oben irgendwo sein. Da oben bei diesem Turm. Oder da in der Nähe. Ja. So habe ich ihn zumindest in Erinnerung. Da bei dem Turm ist er nicht. Er ist dann noch weiter hinten, oder was? Vielleicht dann auch mal trecken. Oder der ist da hinten im Wald. Auf jeden Fall brauchte der... Ach ja, genau, der ist da hinten im Wald. Stimmt. Nee, nicht da hinten im Wald. Geht's hier runter? Wie geht's runter? Da. Da ist die Furt. Zack. Die ganzen Brandyweinschweine hier. So, hier ist er doch irgendwo gewesen. Ach, da drüben. Da ist das Lager der Riesen und da ist er drin. Jo, da ist er. Swalfang. Hallo. Und Feuer frei. Boah. Erwischt. Gut. Perfekt, den zweiten erwischt. Reudeschlund jetzt Walfang. Wurde abgehakt. Ja, wurde. Gut. Dann weiter geht's. So, wieder zurück. Denn jetzt geht's zu Tom Bombadils Haus. Aber ich glaube, ich nehme doch den Schnellweg über den Friedhof. Abkürzung, anstatt durch den Wald zu gehen. Das erinnert mich so ein bisschen an Otto. Komm, wir nehmen die Abkürzung über den Friedhof. Ich muss dir sagen, ich bin anders als die anderen. Ja, eine ziemlich trostlose Gegend hier, ne? Also, abgesehen von Haufen Schweinen und Bären und so weiter, ist hier überhaupt nichts. Wir sind auch so gut wie gar keine Quests. Man kommt ja auch eigentlich gar nicht in die Gegend. Das einzige Quest, was hier war, ist, diesen Swalfang da hinten mal zu töten. Und selbst das bekam man erst, wenn man dieses Gebiet eigentlich schon längst verlassen hatte. Weil... abgestürzt. Gut. Weil das nur ein Folgequest von irgendeinem anderen Ritterchen Tötungsquest halt gewesen war. So. Jetzt nähern wir uns dem Wald. Ne, wir müssen hier ein bisschen weiter. Nicht durch den Wald, über den Friedhof. Ja. Während die Hobbits hier nämlich durch den Wald geirrt sind, um dann zu Tom Bombadil zu kommen, nähern wir uns von der anderen Seite. Wenn sie nämlich, nachdem sie nämlich bei Tom Bombadil waren, müssen sie weiterziehen und da mussten sie erstmal über den Friedhof drüber, über die Hügelgräber. Und da sind wir ihnen ja auch gefolgt. Alles im Epos 1 gemacht. Ja, hier könnten wir auch in den Wald reingehen, machen wir mal nicht. Hier ist noch ein Weg in den Wald rein, das machen wir aber auch nicht. Weil das sind alles Pfade, die uns nur dazu bringen, noch mehr Zeit zu verlieren. Genau, passt. Einmal hier rüber. Ab in die Hügelgräber. So. Ja, man sieht, die ganzen Viecher sind alle grau. Och, was war das eine Zeit damals? Hier zu questen oder Hügelgrabeisen zu farmen, damit man weiterkommen konnte. Inzwischen wird einem das ja alles nachgeschmissen. Ja, alles aus Zeiten 2007. Geschichten aus Jahr 1. Deswegen heißt es ja auch wahrscheinlich vielleicht auch so, Geschichten aus Jahr 1. an Geschichten aus Jahr 2 ist dann der zweite Tag. Jeden Tag gibt es vielleicht so eine Geschichte. Das werden wir mal dann nachher feststellen. Ob es dann eine zweite Geschichte gibt und man jeden Tag quasi so eine Schnitzeljagd machen kann. Und Ding Dong, Ding Long, da sind wir. Hier haben wir Tom Bombadils Haus. Er steht da unten. Hast du was für uns? Ho, guten Tag, liebe Freunde. So viele Besucher. Hört den Gesang des alten Weidemanns. Jawohl. Oh, ja, fällt mir ein. Ich könnte ja nochmal einen von meinen Feuerwerkskörpern benutzen. Joa, der fliegt. Gut. Ja, eine Mahlzeit. Hier ist aber viel los. Und da ist die herzhafte Mahlzeit. Das Essen ist herzhaft und gesund. Und zu trinken gibt es kaltes, klares Wasser. Okay. Das sieht mir... Ja, was haben wir hier gekriegt? Ah, nee. Gut, haben wir das doch geschafft. Ja, dann können wir weitermachen. Wo geht's denn jetzt weiter hier? Also, tanzt auf dem Tisch im tänzelnden Pony. Und was haben wir hier noch? Sachen zum Abfangen. Okay, jetzt können wir mal reisen. Ab nach Bre. Gut, dass wir ein Jäger sind. Gut, dass wir ein Jäger sind. Dann brauchen wir nämlich hier nicht großartig was machen. Pferdchen auswählen. So. Mein Name ist Unterberg. Unterberg. So, und nehmen wir gleich mal den Hobbit-Eingang hier an der Seite. Der Seiteneingang. Geht so rum. Sieht man hier irgendwas Besonderes? Da redet einer. So, dann stellen wir uns mal auf den Tisch. Und tanzen. Jawohl! Er machte einen Luftsprung. Fertig. Haben wir doch sauber hinbekommen. Was jetzt? Sprecht mit Frodo in Bilbos Zimmer in Bruchtal. Ja, können wir nach Bruchtal gleich weiterporten. So. Ab nach Bruchtal. Denn von hier aus ist dann die Gefährtentruppe aufgebrochen nach Bruchtal. So lässt sich das nämlich auch wesentlich besser machen hier. So, jetzt sind wir hier. Ah, das letzte heimelige Haus. Mit dem Wasserfall. Ja, hier, wenn man da oben von dem Eingang guckt, sieht das aus wie im Film. Und auch wie im Hobbit-Film auch, wenn sie da hinkommen. Ja, Sam, wir werden Elben sehen, ne? Im Bruchtal, wir werden Elben sehen. Mehr als alles andere. So, ab ins heimelige Haus. Und hier ist Bilbos Zimmer. Und das ist jetzt halt ein bisschen unlogisch. Gandalf und Bilbo stehen halt hier noch rum, als wäre nichts gewesen. Dabei sind die schon lange ganz woanders. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Ne? Und Frodo sagt, ich bin so froh, dass meine alten Freunde, der gute Gandalf und der Streicher bei mir sind, wenn wir gehen. Auch wenn ich mich frage, wie weit und wo sich unsere Wege trennen werden. Ah, das ist nämlich noch bevor die Gefährten hier aufbrechen. Deswegen, das ist wohl das auch, was hier nachkommt. So, und jetzt Falt in Ohnmacht im Waldläuferlager unter der Wetterspitze. Da müssen wir jetzt natürlich auch hin. Und da können wir jetzt gleich mal zur Feste Gurut porten. Die ist nämlich in der Mitte. So, Moment. Ja, wunderbar. Zeige ich gleich mal, wo es ist. Genau, Karte auf. Wir sind jetzt quasi hier. Ja, da sieht man es. Hier sind wir. Und die Wetterspitze und der Quest-Tracker geht nämlich nicht. Das ist nämlich auch gut. Hier ist das... Nee, da ist das Waldläuferlager. Das hier ist das Waldläuferlager. Das ist die Wetterspitze. Genau. Und wenn ich da jetzt schon mal gucke, beziehungsweise ich werde jetzt mal da in die Richtung reiten, ob ich zu dem hinreiten kann. Mal gucken, ob ich von hier aus dahin reiten kann. Kannaits Lager heißt es. Ja, kann ich sogar hinreiten. Gut. Dann haben wir nämlich jetzt mal ein bisschen Zeit, um uns mal die Gegend anzugucken. Also, was muss denn als nächstes jetzt noch passieren? Ach nee, ups. Ein bisschen Zeit. Das ist gut. Ein bisschen Zeit. Und schon habe ich eine Schnellreise gemacht. Hier muss ich jetzt in Ohnmacht fallen. Oh. Ohnmacht. Oh. Okay. Und gerade als er muss, sah er, wie Streicher mit einem flammenden... Ach, das ist zu schnell gegangen. Hier. Mit einem flammenden... Sah er, wie Streicher mit einem flammenden Holzscheit in der Hand herbeisprang. Genau. Dadurch hat er die Geister vertrieben. Und... Ach so, setzt euch... auf dem Amon Hen in den Stuhl. Gut. Jo, damit sind wir jetzt hier. Gut. Ich habe aber eine Sache jetzt noch vergessen. Wir müssen noch ein paar Viecher killen hier. Bevor wir nämlich jetzt zum Amon Hen gehen. Aber erstmal Amon Hen. Wo ist der eigentlich, ne? Amon Hen. So. Ist der schon hier drüben, ne? Große Fluss. Große Fluss. Nee. Ostrohan. Hier heißt er Amon Hen. Da heißt er Amon Hen. Amon Hen. Mit M oder mit N? Ich würde sagen, mit N ist richtig. Amon Hen. Gut, da ist zumindest auch ein Stallmeister. Okay, also da müssen wir auf jeden Fall noch hin. Totensümpfe wäre dann das nächste. Ödlande wäre da. Okay. Das sind aber nicht die Totensümpfe. Oh. Gondor. Zentralgondor. Osgiliath. Weites Totensümpfe da oben. Totensümpfe, hier sind sie. Gut, und die Totensümpfe haben leider gar keinen Bezug zu irgendwelcher Richtungen. Also, dann haben wir die auch. Sammelt Erinnerungen in Henneth Annûn. Okay, das können wir auch nochmal angucken. Wo ist Henneth Annûn? Henneth Annûn ist im letzten Lager hier, Nordisilien. Henneth Annûn, da ist es. Da ist es, gut. Also folgen wir den Hobbits durch die Totensümpfe nach Henneth Annûn. Gut, passt ja. Gut, dann haben wir hier noch was zu killen. Skitty-Schwarzhand, der ist in den Eretluinen, und Schlitzer Jakob und Baugarsch. Ne? Baugarsch ist... keine Ahnung. Baugarsch. Auch im Schiedwald vielleicht. Okay. Ja, wie kommen wir da jetzt hin? Wieder nochmal schnell zurück nach Bre. Könnten wir wahrscheinlich auch ganz zum Schluss machen, aber ich will lieber die Sachen alle in den Low-Level-Gebieten jetzt abhaken, bevor ich mich dann um die weiteren kümmere. Ich könnte doch eigentlich auch hier rüber reiten, oder? Nach... nee, will er nicht. Okay. Das andere Pferd geht schneller. Kanäle drin. Aha, alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Aufgabe, genau. Ach, deswegen, das wollte ich hier noch mit dazu haben, ne? Aufgabe. Vielleicht mal den Filter einstellen. Aufgabe. So. Durch die kleine Gasse hier. Quest immer noch nicht abgeschlossen. Bringt das Pfeifenkraut zu Roger Falkner. Mhm. Oh. Sind viele Leute. Und damit wären wir jetzt in Schlucht. Ja, hier habe ich ja auch noch einiges an Quest. Was will die denn hier? Liefert Gebäck bei Bannwart Unterberg in Schlucht ab. Gleich mal ein so eine Münze schnell mal mitnehmen. Ideal. Liefert Schnitzerei bei Lochner in Michelbinge ab. Ach, gut. Da kann man mal mitnehmen hier. Und der Rest, das sind alles Kleinquests. Gut. Ja, Michelbinge muss ich höchstwahrscheinlich eh auch nochmal vorbei. Können wir das gleich mitnehmen. Und damit haben wir schon ein Quest von den 7 für heute erfüllt. jetzt zwei Viecher, ne? Den Baugarsch. Interessant, wo der jetzt ist. Der überhaupt hier irgendwo ist. Hier laufen jedenfalls sehr viele Leute rum. Das heißt, der muss hier irgendwo sein. Gut, wir suchen einfach mal. So. Natur. Ne, Natur ist er nicht. Spinnen, Spinnen und so weiter. Dann, wo ist der Schlitzer? Da ist der Holzmacher. Gut, wo ist der Schlitzer jetzt? Da ist Baugarsch. Da hinten. Schnell! Nein, ein Baum steht im Weg. Zack, ich hab ihn. Das war Baugarsch. So. Wo ist jetzt der Schlitzer Jakob? Schlitzer Jakob, schläfst du noch? Der ist nicht da. Der wird wahrscheinlich dauernd weggehauen. Oder ist der da vorne im Lager? Da ist ein Unterholz. Da fährt einer. Das ist Hauptmann Hunshold. Das ist Hauptmann Hunshold, Junge. Das ist nicht Schlitzer Jakob. Nein, nicht Passage der Natur. Passage der Feinde. Ist nicht hier. Ach, der ist hinten in der Ecke. Stimmt, das kann sein. Hier war auch noch einer hier ganz oben in der Ecke. Ja, der ist auch weggekillt gerade. Warten wir jetzt einfach mal. Legen wir gleich mal eine Falle hin. Diese Jagd nach den NPCs erinnert mich auch an Level 50 Zeiten, als überall hier diese Splittermobs waren und man hat im Prinzip die ganze Zeit gewartet, bis dann so nach 4 Stunden der Splittermob endlich mal ankam. Und ja, dann war es eine Sache von 2 Sekunden, den anzuklicken. So, Schlitzer Jakob, ist das jetzt überhaupt auch die richtige Position? Ne, ich glaube, das ist auch nicht die richtige Position. Wenn, dann sehe ich es doch. Ne, ich glaube, der Schlitzer Jakob ist doch da hinten. Boah, Brast, komm, zack, erstmal ein paar Schildmünzen sammeln. Hier, die waren gerade da. Das heißt, Schlitzer Jakob ist jetzt gerade tot, oder? Da ist er. Hab ihn. Alles klar. Das war schnell. Gut, den haben wir auch. Fehlt jetzt noch Skitty-Schwarzhand. Jetzt gehen wir noch schnell in die Eredluinen und holen den auch noch. Und dann haben wir nämlich die ganzen Sachen weg. So. Dann sind wir nämlich jetzt hier, in Torins Tor, Torins Halle. Haben sie die Karte haben sie auch neu gemacht, oder? Sah früher auch anders aus. Auf jeden Fall, dass es etwas Zeit braucht hier. Also das lässt sich so nicht mit allen Charakteren machen, glaube ich. Da bin ich echt mal gespannt, ob man auch mehrere pro Tag machen kann. Wenn das jetzt hier Teil 1 ist. Und ich bin hier irgendwo vom Weg abgekommen. Hilfe. Ach so, da hinten ist der Weg. Bumm. Alles klar. Ja. Wenn man das mit jedem Charakter machen will. Hier ist der Weg. So. Bleiben wir jetzt mal auf dem Weg. Hat man schon ein bisschen was zu tun. Ach, diese Fallverletzung. Waren auch Zeiten hier. Mit als frisch gebackener Level 10 Charakter hier runtergehen. Das erste Mal in die freie Welt hinausgehen und da waren einige schon Level 50, die hier rumgeturnt sind. Die haben aber ganz andere Dinge im Kopf gehabt. Man hatte hier dann mit Bilvis gekämpft. Und ich glaube, hier bin ich auch irgendwo das erste Mal gestorben. Hier nebendran bei den Bilwissen. Ah ja, hier die Bilvis-Durchbohrer. Blaufelsendurchbohrer heißen sie sogar jetzt, ne? Bis man dann endlich hier unten im Gondamon war. Genau, Gondamon. Leuchtet da irgendwas auf? Nee. Ringtal und... In den Grimmwassern, da hinten sind die Grimmwasser. Da ist der gute Skitty Schwarzhand, genau. Alles hier. Ja, hier in der alten Ruine, hier hockt auch ein Elb drin. Dass die immer in so verrotteten Gemäuern drin sein müssen, ne? Also. Okay, und da wartet jemand gerade. Gut, dann gucken wir mal. Wo ist jetzt Skitty? Da ist Skitty. Und Feuer frei. Zack, da ist er. Und da wartet hinten noch jemand. Damit haben wir... Ah, können wir gleich noch das Geschenk abliefern. Ab nach Michelbinge noch. Damit haben wir jetzt erstmal die eine ganze Menge Leute gekillt. Fehlen nur noch 4 zum Killen. Das kriegen wir auch noch hin. Liefern wir gleich diese Münze ab. Wird bestimmt jetzt gleich eine Folgemünze haben. Dann nehmen wir die nämlich gleich mit. So, Michelbinge. Und hüpfen und hüpfen. Wo ist sie denn? Ist es hier drin? Esmeralda Lochner. Ja, da ist sie. Bannwart Unterberg hat euch geschickt. Ja, vielen Dank. Eine Jubiläumsmünze. Und was haben wir hier? Liefert den Hammer bei Dudu Pausbacken in Hobbingen ab. Okay. Das machen wir jetzt nicht. Wir gehen jetzt weiter zum zum Amon Hen. Wollen wir das weitermachen? Setzt euch auf den Amon Hen. So, wie kommen wir denn am besten zum Amon Hen jetzt hin? Galtreff müssen wir jetzt einfach mal. Jetzt müssen wir die Reisefertigkeiten angucken. Wo könnten wir denn jetzt hinreisen? Galtre, Stangart, Schneegrenze, Vorlach. Schneegrenze? Schneegrenze. Nee, Vorlach könnten wir reisen. Ja, Vorlach. Reise nach Vorlach. Da kommen wir nämlich bestimmt hin. Vorlach ist im Level 85 Gebiet. Das Extragebiet mit dem Eis. Ja, um halt mal zu zeigen, da ist Vorlach. Ach, die Karte ist aber auch neu. In der Wildermark. Aus der Wildermark raus. Hier dann über die Steppe, sprich über, wie heißt denn das hier, Harwig, runter zum Amon Hen an den Ostwall. Also, gut. Dann können wir hier hin. Ab nach Harwig. Ja, Harwig hat auch so eine gute Geschichte, ne? Hier hat man zum ersten Mal sein Kampfpferd, sein Kriegspferd bekommen. Nachdem man eine Weile lang vom Amon Hen sich erstmal hierher gequestet hat. So, und wie kommen wir jetzt dahin? Rohan, Ostemnet, Hütbold, Orenburg, Parsgalen, Parsgalen heißt es. Zack. Damit kommen wir nämlich an den Ostwall. Gut, und damit sind wir jetzt am Amon Hen, zumindest am Boden von Amon Hen. Das ist nämlich genau richtig hier. Und jetzt müssen wir Frodo mal hinauf folgen. Ja, ich will alleine sein. Gab so eine epische Story hier. Frodo, wie er hier alleine dann hinaufgekraxelt ist. So, wir kürzen jetzt mal hier ab. Und jetzt die Treppen rauf, ne? Rauf, rauf, rauf. Immer schön die Treppe rauf. Dann machte sich so seine Gedanken. Und dabei sind all die Leute erschienen. Und wir sind in einem Gebiet, wo wir jetzt sogar schon die Kampffertigkeiten auf dem Pferd einsetzen können. Sieht man, ist es nicht mehr ausgegraut. Brauchen wir aber alles jetzt nicht machen. Und da reitet sogar schon einer gerade weg, also sind wir genau richtig, passt. So. Hopp. Und da bis ganz nach oben und hurra, da ist der Stuhl und da sitzt schon einer drauf. Hey Mina, mach Platz. Mach Platz, ich will auch dahin. Meine Dame im süßen Kleidchen. So, jetzt will ich mich selber hinsetzen. So. Und sitzen. Ha, siehste. Aber nimmt er nicht an. Setzt euch in den Stuhl. Will er jetzt nicht. Vielleicht vor den Stuhl? Nee, will er einfach nicht. Oder ist das vielleicht doch ein falsch geschrieben? Setzt euch auf dem Amon Hen in den Stuhl. Hm. Will er wohl nicht. Der konnte drauf. Ne, er sucht auch. Gibt es noch einen weiteren Stuhl hier? Sitzen. Nee. Interessant. Das scheint nicht zu gehen. Ah. Es geht nicht, wenn man den Knopf drückt. Es geht nur, wenn man das macht, wenn man es manuell eingibt. Okay, jetzt geht's. Ah ja, hier hinten geht es. Schreiben wir ihr gleich mal. Vielleicht liest sie ja den Chat. Gut, das hätten wir auch. Dann bezwingt grausame Geister in den Totensümpfen. So, Totensümpfe kommen wir nur über Dol Amroth hin. Also ab zurück nach Dol Amroth. Das ist halt auch sowas Komisches. Die haben sie mal eingeführt irgendwann. Da haben sie, ist man jetzt durch diesen, ist man durch Rohan durch diese Berge durch, ist durch West-Gondor bis nach Dol Amroth vorgedrückt, wo wir ja jetzt hier auch sind, ne? Also, ups. Mal die Karte zu machen. Wir sind hier in Dol Amroth. Karte aufmachen, ja. Genau, schwarz gebraut. Hier rum. Und hier im Edelhond gibt es eine Höhle und da ist ein Pferdchen drin. Und da geht es dann in die Totensümpfe. Haben sie mit irgendeinem Punkt-Release reingenommen. Und ja, ganz klasse kann ich nur sagen. Denn es gab keine Quest, die da irgendwie hingegangen ist. Wer vorher alles durchgequestet hat und nicht ganz genau die Patchnotes gesehen hat, der wusste nicht, dass er da irgendwie hin musste, hin konnte. Und auch von hier aus gibt es zumindest kein, ja, keinen Reiterpunkt dahin. Müssen wir jetzt hinreiten. Ja. Ja, und müssen wir halt 6 Geister killen. Da geht's zu den Hausinnis, Belfalas hier unten an diese Ecke. Haben sie neu dran gemacht hier. So, dieses ganze Eckchen ist dann Hausinni für die ganz neuen Premium-Häuser, die halt nur ein bisschen Geld kosten. Und ansonsten kann man hier schön zurück. Amon Lond hier. Makam. Ne, so. Nicht zu weit, mal nicht zu weit vom Weg abkommen. Wir müssen ja auch gleich noch in die Höhle rein. Und die Höhle ist nämlich auch gleich hier irgendwo an der Seite. Die Höhle ist nämlich da unten. So, hier geht es nämlich runter. Und hier führt er einfach mal ein Quest rein. Da musste man wegen einem blöden Quest hier runter. In diese Höhle. Hat in der Höhle quasi, das können wir gleich mal sehen, die Elben auf der Flucht oder in der Zuflucht, ich weiß der Teufel, warum Elben in der Höhle leben, gefunden. Und ja, Eingang gesichert entsprechend mit Speeren und alles. Und dann ging es hier durch und die Elben alles schön in der Höhle und mit Licht und Helligkeit und alles. So. Hat hier glaube ich irgendwie 2 Sachen oder was gefunden und dann ist man weitergegangen. Na komm, hopp. Avorim. Und hier ist ein Pferd. Gab es nämlich nur noch ein Pferd. Und hier, wenn ihr dieses Pferd habt, betretet ihr mit Avorim die Totensümpfe. Alles klar, ab in die Totensümpfe. Höchstwahrscheinlich werden da jetzt eine ganze Menge sein. Ja, da sind doch schon wieder welche. Und jetzt müssen wir... Und hier können wir leider keine Reittiere verwenden. Aber wir können... Oh, hier ist ja gar nichts. Ein Marschallborg. Ein Norborg. Ein Marschallborg. Marschland-Ork heißt der, genau, ups. So, dann wollen wir mal. Geister, wo sind Geister? Nirgendwo hier, Mensch. Ich glaube, hier in der Nähe sind Geister. Das ist echt so eine beschissene Gegend hier. Hier liegen Geister überall im Wasser rum, ne? Und mein Kätzchen schwimmt hinten mit mir mit. Beziehungsweise läuft auf der Oberfläche. Da noch mehr Geister am Boden. kann man mal checken. Sind hier irgendwo Geister? Ne, immer noch nicht. Ach komm schon. Willst du mich jetzt verarschen hier oder was? Das ist die Anhöhe. Da waren Geister zumindest. Ich weiß doch, dass da Geister waren. Nicht nur Orks, hier waren auch Geister. Da oben ist doch schon einer. Einer. Jawohl, der zählt sogar. So, jetzt killen wir die Geister, die hier Frodo und Sam zugesetzt haben. Und der letzte. Gut, damit hätten wir die auch. Jetzt brauchen wir nur noch nach Henneth Annûn. Und jetzt können wir porten. Ich glaube, den habe ich sogar hier. In Schlacht gezeichnete Henneth Annûn. Sehr schön. Und holen uns den letzten Rest quasi von den Erinnerungen, und dann hätten wir das erste Quest sogar erfüllt. Es ist auf jeden Fall ziemlich mühsam, hier das zu machen. Ich nehme mal an, das Kill-Quest geht deutlich schneller. Wenn man also schnell den ersten Tag oder so hinter sich bringen will, dann macht man das eine. So, die anderen Quests nehme ich jetzt mal nicht an hier. Ach, hier, da, Erinnerung. Zack. Ja. Ich weiß gar nicht, was man hier so viele für Erinnerungen hat. Ich glaube, das sind die Erinnerungen hier, ja, genau, an... Ja, was ist hier gewesen? Das ist der verbotene Weiher hier. Hat hier auch noch was? Nee. Der verbotene Weiher. Wenn man einfach mal hier runterblickt. Und hier ist die nächste Erinnerung. Wenn wir den Typ hier mal rausladen, dann sehen wir hier, da unten ist der Tümpel quasi und die Waldläufer haben dort auf Gollum angesetzt, um Gollum dort zu fangen. Ja. 3 Stück haben wir schon erreicht von den Erinnerungen hier. Was haben wir noch? Ja. Naja, die nächste Erinnerung. Und natürlich muss man absitzen. Die 4. genau. Tunnel wurden wir nach unten geschleift. Jetzt gehen wir noch einmal ganz nach oben. Das ist bestimmt auch eine Erinnerung. Jawohl. Genau. Ja, das kann man nämlich noch machen. Richtig schön auf den Wasserfall blicken. Kommt man von außen. Ja, sehr schön. Und wahrscheinlich ist die letzte oben am Eingang. Ja, wusste ich doch. Hier am Eingang ist eine. Genau. Zack. Pling. Und Abgeschlossen. Damit hätten wir die fertig. Und Waldemar Rumpels Quest ist auch fertig. Und wir haben eine Tat bekommen. Schließt das epische Jahr 1 ab. Okay, man muss also nur eine machen, um hier das wohl abzuschließen, ne? Und das kriegt man ganz zum Schluss. Lorien, goldene Farben, treuer Begleiter, 3 Münzen. Oh, echt jetzt? Das ist ja blöd. Habe ich irgendwas vielleicht vergessen? Nee. Boah, das ist ja echt... Oh, nee. Das ist echt arm, muss ich echt sagen. Ganz, ganz großes Kino. Ah, vielleicht sagt der Rumpel mir ja noch was, je mehr man davon abschließt. Ja, jetzt machen wir nochmal die anderen hier. Dit, Fahrradluck, Moraven, Rotluck, Estelinporten. Denn, hier stand ein Hinweis, Nils Jagdauftrag. Nils Jagdaufträge sind meines Wissens in Estelin. Estelin ist dieser Port. Sorgen wir nämlich mal für die nächsten Jagdaufträge, damit wir die auch abschließen können. Und dann können wir noch die letzten Geheimnisse bei den anderen Sachen sammeln da. Genau, Reudeschlund war auch ein Jagdauftrag. Aber den brauchen wir nicht mehr. So, die Dit. Dann Moraffen. Dann Rotluck und Fahrradluck. So. Die Frage, wo die alle sind. Mal die abgeschlossenen Quests wegmachen. So. Dit ist in den westlichen Trollhöhen. Mhm. Eine Lichtung der Steintrolle. Moraffen ist in den Ruinen westlichen Felder von Vornost. Okay, das passt. Da muss ich eh hin. Rotluchs Schuppen ist in den südlichen Nebelgebirge, also Nebelgebirge. Und Fahrtluck ist in Rand des großen Gletschers in Forochel zu finden. Okay, machen wir erstmal den Moraffen. Der ist nämlich auf dieser Karte und da oben ist auch schon das der Pfeil da, wo er hingeht. So. Können wir die anderen mal wegmachen. Dann bleiben wir nämlich nochmal bei den Sachen, wo wir irgendwo hingehen müssen, ne? Falkenturm zum Beispiel. Können wir gleich mal hier nach oben gehen. Den Falkenturm müssen wir nämlich auch erkunden. So, machen wir nämlich die Karte auf. Feste Galluma. Turm. Ach nee, da drüben ist der bei Vornost. Ach. Ach, ich bin ja dumm. Da. Da ist der Falkenturm. Ich wusste doch, dass die hier zwar ist, aber der Falkenturm ist mit gemeint. Hm, gut, also. Es ist gut, dass die Namen wenigstens stimmen. Besucht... Ach, besucht die Argonath. Da hätte ich doch auch gerade hingekonnt. Na super. Stein von Erech hätte ich auch gerade hingekonnt. Naja, muss ich halt nochmal dahin porten. Das ist ja auch nicht so schwer. Mit dem Jäger kommt man ja relativ gut... durch. meine Katze hockt hier im Papiermüllkarton und schnarcht hier gerade einen vor sich hin. Sehr interessant. Scheint das alles gar nicht zu interessieren hier. So, wie kommen wir denn jetzt zum Falkenturm am besten? Ja, wir müssen oben rum, ist am besten, ja. Komm, hopp. Aber was war denn das jetzt? Reisen ins Jahr 1 und das hier war jetzt epische... Schließ die epische Karte von Jahr 1 ab. Ach ja, Nordhöhen. Extrem weit, extrem viel zu reiten. Ihr könnt es euch vorstellen, was das ein Gequeste, ein Gereite hier war damals. Hin und her und hin und her und wieder hin und her. Ja, und wo ist jetzt der olle Falkenturm? Geradeaus, da ist er. Hurra, wir sind da. Ein großartiges Monument. So, eine Erinnerung. Aber ich weiß gar nicht, was es hiermit auf sich hat. Warum ausgerechnet der Falkenturm ausgewählt worden ist. Die Story um diesen Falkenturm muss mir halt irgendwie auch entfallen sein. So. Und hochgehen kann man auch nicht. Also, gut. Wir waren hier. So. Elsyrian war hier. Und weiter geht's jetzt den Moraf killen. Ja, ist ja gut. Mensch, 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 die Felder von Ost. Nur irgendwie Haufen Geister und sonst was. Und hier, jawohl. Da warten sie alle. Und ich lege mal gleich eine Falle. Und geschafft. Vielen Dank. Dann, wenn wir schon mal hier sind, gleich weiter zur Kreuzung. der Weg rüber. So, wenn wir hier noch der blutdürstige abbrechen. Das brauchen wir nicht. Steht in den Trollhöhen. Nebelgebirge. Und wo ist der? In Forochel. Okay. Erwin wollten wir hin, genau. Da gibt es nämlich noch die Kreuzung des Hohen Königs. Ich weiß immer noch nicht, was mit dieser Kreuzung gemeint ist, ne? Ich glaube, ich habe so eine gewisse Ahnung. So, Mordor. Da ist die Kreuzung. Das ist damit gemeint. Die Kreuzung. Okay, gut. Also dann kann ich jetzt auch porten. Porten wohin? Evendim. So, mitten auf die Insel. Von dort aus kann ich zu den Kreuzungen des Hohen Königs reiten. Da ist es zum Reiten. Ja, Schnellreise. Na, Mizi, bist du aufgewacht, hä? Ja? Gibt aber jetzt nichts zu essen. Wahrhaftig großartiges Monument. Tada. Eine Erinnerung. 2 Erinnerungen. Was halt auch schick ist, man kann an dem Seil hochklettern. Nee, kann man nicht. Derzeit nicht möglich. Ach, schade. Gut, geht nicht mehr. Was haben wir noch hier auf dem Plan? Tor der Schatten. Das Tor der Schatten klingt nach Angmar. Genau, das ist oben das Tor, ganz da oben. Das können wir mal eben schnell mitnehmen. Ostangmar, genau. Wieder aufs Pferd steigen. So, da vorne reitet schon einer. Dem reiten wir jetzt mal hinterher. Gibt nämlich diesen Geheimpfad hier hinten durch die Spinnen durch. Kommt man nämlich genau zu dem Tor. Muss ich nur hier irgendwie links halten. Dann geht's hier hoch. Nee. Das war das nicht. Zu früh abgebogen. meinen eigenen... Ach, hier ist der Pfad. Hier geht's hoch. Jetzt einmal steil richtig rauf. Und dann haben wir nämlich so einen kleinen Geheimpfad hier hinten. Und noch weiter hinauf. Und jetzt sind wir schon in der Stadt. Gut, komm. Und dann kann man nämlich hier hinten rumschleichen. Ja, und früher als man halt noch Level 50 war, und das hier dann schon ein bisschen böse war, sich erst hier durchzukämpfen, war das schon eine enorme Erleichterung, bis hierher zu kommen. Wow. Um dann hier dann den Typen zu killen, der hier ist. Und vor allen Dingen musste man hier lang, weil man hier durch musste. Ja, wenn man durchgegangen ist, kam man hier hinten zu den Instanzeingängen von Tadada, Urugat und Kandu des damaligen Level 50 Endgegnerbereich. Ja. Was haben wir jetzt noch? Nadel des Riesen. Das heißt, wir müssen jetzt ins Nebelgebirge. War da nicht auch noch ein Typ, der im Nebelgebirge war? Ja, der Rotflug. Gut, jetzt gucken wir dann, bevor wir ins Nebelgebirge gehen, dann doch nochmal in die Trollhöhen. In die Trollhöhen kommen wir über Bruchtal. Genau. Wieder zurück. Ja, und könnten jetzt natürlich... durchreiten, aber wir reiten zum Reiterpunkt. Denn von hier, vom Reiterpunkt aus, kann ich weiter zurück in die Trollhöhen reiten per Schnellreise. Genau. Da ist das Pferd, nicht das... Nee, das ist das Pferd. Das Hochmoor. Das will ich nicht nehmen. Ich will... Aha! Das ist ja übel. Torenhardt habe ich nicht freigeschaltet. Oh, das ist echt übel. Und Kandelet auch nicht. Ich müsste jetzt Mithril bezahlen. Ich hatte Kandelet habe ich auch nicht freigeschaltet hier mit denen. Warum das denn? Okay, ich zahle jetzt Mithril, um dahin zu gehen. Einen... Den leiste ich mir jetzt doch, der Bequemlichkeit, nehme den gleich an und habe dann die Schnellreise. Also, das... Ich habe doch mit allen Charakteren alle Schnellreisen überall freigeschaltet. Boah. Das ist frech. So. Hä? Bruchtal zurück. Barachens Lager auch nicht. Also Barachens Lager muss ich nochmal abreiten. Echard Kandelet muss ich auch abreiten. Alles klar. Ey, Mann. Das ist fies. So. Hopp. 16 Sekunden. Die Ersparnis kriege ich schon noch. So, Ditzkeule. Also, gleich mal eine extra Aufgabe heute. Barachens Lager auch nochmal hin. Rechts. Jetzt rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. So. Sie sehen, dass sie richtig sind, wenn vor ihnen gleich ein großer fetter Troll auftaucht. Da schon schreien gehört. Da hockt doch schon die Crew. Und wartet drauf, dass er kommt. Da kommt er. Da will einer sicher gehen, dass ich es ihm nicht wegschieße. Gut, mit Autoschlag. Sehr schön. Alles klar. Dann Gruppe wieder verlassen. Das haben wir auch gekriegt. Und jetzt können wir ins Nebelgebirge. Den machen wir mal weg. So, im Nebelgebirge ist die Nadel des Riesen. So, wo ist Nebelgebirge? Nebelgebirge, da oben. Ach, Himbark. Ach du meine Güte, aber von dort kann man hoffentlich überall hinreiten. Ja, zur Nadel des Riesen ist natürlich trotzdem ein bisschen weit. Die ist nämlich, so. Der Drache ist dort. Nadel des Riesen ist da unten. Ah, dann muss ich doch reiten. Dann reite ich doch. Passt. Dann muss ich da unten zwar über diesen Pass rüber, aber es wird schon erträglich sein. Ja, der gute Gollum trug den Ring tief ins Nebelgebirge hinein. Und im Nebelgebirge vergaß er dann alles, dass er ein Hobbit gewesen war. Und als die Gemeinschaft hier durchgehen wollte, naja gut, hier waren sie nie. Die Gemeinschaft war nie im Nebelgebirge. Bilbo war hier und Gollum war hier. Deswegen ist das ja auch so eine Sackgasse hier. So eine Quest-Sackgasse. Hier gibt's nichts. Questen, Questen, Questen. Und hier oben gibt's Hillegrod, die erste Level 50 Schlachtzuginstanz, wo man mit 24 Spielern... Ups. I. So. Wollen wir mal was testen? Die alleine hinkriegen. Und... zack, 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 zack. Alleine hinbekommen. Ha, sehr schön. Eine von diesen Dingern. Und nachdem wir sie gekillt haben, haben wir sogar noch ein Zeichen des Schenkenden bekommen. Sehr schön. Auch nicht alle Tage. Gut, jetzt müssen wir uns dem anderen Zeug widmen. So ist der. Da geht's hoch. War echt erstaunlich. Der ist gerade mal 5 Level unter mir, hat mich kaum noch getroffen. Und gut, ich bin jetzt ausgestattet. Ich habe jetzt überall goldene Schmuckteile. Ich habe zwar keine T2-Rüstung und keine T2-goldenen Armketten. Aber ansonsten bin ich ja überall mit Gold ausgestattet. Sieht eigentlich recht gut aus. Ich habe meine 108.000 physische Beherrschung und habe trotzdem immerhin noch 13.000 physische Schadensreduzierung, was einem Wert von 47% entspricht. Also das ist keine T2, das ist keine T2-Ausrüstung jetzt so. So würde ich nicht in T2 gehen, aber T2 spüße ich natürlich einiges an Schaden ein. Aber ich kann so auf jeden Fall hier die normalen Inis mit einem extremen Schaden umgehen. So, und hier ist noch jemand. So. Dann laden wir dich doch gleich mal ein. Ach, du bist schon fertig. Da, ein schrecklicher Sturm. Oh, er ist da. Zack, zack, zack. Das ging aber jetzt schnell. So. Ja, jetzt noch zur Nadel des Riesen. Nächste Sache, die man einsammeln muss. 2, 3, 4. Ach, da sind noch mehr dahinter, ne? Die nächste zum Abgeben. Dann nur noch diese Schuppe. Und die ist in... Die Schuppe ist... nördlichen Randes des großen Gletschers. Autsch. Questtexte lesen und gleichzeitig hier durchs Gebirge zu laufen, zu reiten, sind keine gute Voraussetzung für eine heile Landung. Tor des Zwergenfürsten. Im gleichen Gebiet geben. Die Nadel ist noch weiter im Süden. wo ist er? Hey? Bin ich jetzt blöd oder was? Wo ist die Nadel jetzt? Ach, da drüben. Das ist die Nadel. Ja, an jedem 2 Stück. Passt. Damit man nicht einfach durchreitet. Das ist die Frage. Tor der 7 Väter. Tor des Zwergenfürsten. Das ist jetzt die Frage. Wo ist das denn jetzt? Nordhöhen? Nee. Angmar. Da ist es nicht. Angmar bin ich jetzt schon gewesen. Noch weiter in den Norden. Können die wirklich in den Norden gehen? Aber in Forochel habe ich nichts. Hier ist das Ding, genau. Nee. Sieht mir alles nicht danach aus. Also in Forochel muss ich zwar jetzt wegen dem einen Typen, um den zu killen. Nee, Eregion, ist hier vielleicht irgendwas? Ach du meine Güte. Schwarze Teich. Brackwasser. Moria. Tor des Zwergenfürsten. Keine Ahnung. Tor der 7 Väter. Interessant. Argonath. So. Da oben sind die Argonaut. Okay, also zu den Argonaut können wir darüber gehen. Die sind in Ostrohan. Stein von Erech und Kreuzung sind auch klar. Aber wo ist jetzt nochmal Tor des Zwergenfürsten? Vielleicht irgendwo hier. Westfold. Furten. Grimmstade nach Helmsklamm. Rovandion. Iriador. Hier unten Dunland. Hat überhaupt nichts drauf. Oh, shit. Falsche Karte. Alle auswählen und... Hier fehlen komplett die Markierungen. Ach, jetzt sind sie da. Okay. Tal der Schatten. Nee, also ich kann damit echt nichts anfangen. Nordpass. Leichenklippen. Tor zur Straße der Könige. Teich des Königs. Grasgipfel. Druck. Olch. Ja. Region. Schule. Finde ich jetzt echt übel. Also machen wir erstmal die Sachen, die ich weiß. Nehmen wir erstmal den hier. Bezwingt Fahrradluck. Dazu müssen wir erstmal rüber nach... Nein, nicht nach Vorlach, sondern nach... Surekühler. Genau. In der Zwischenzeit kann ich ja den Rest mal rausfinden. So. Tor des Zwergenfürsten, Tor der sieben Wächter. Tor des Zwergenfürsten. Mhm. Laut dem Internet soll das in der Großbinge sein. Okay, gut. Alles klar. Und was sagt das andere? Dann ist das andere bestimmt auch... Ist das andere bestimmt auch in Moria drin. Tor der sieben Väter. Ach, in lodernden Tiefen. Okay. Gut, also zwergisch. Typisch zwergisch halt. Das muss ich jetzt doch noch nach Moria rein. Ach Gott. Aber alles nicht so das Problem. So, ab nach Kurulairi. Dann werden wir gleich sehen, was passiert. Wenn ich das zweite abschließe, ob dann irgendwas anderes noch zusätzlich aufgeht. Oder ob nichts aufgeht. Weil dann weiß ich zumindest schon mal mit den anderen Charakteren, dass ich hier nur eine Sache machen muss. Und dann nehme ich natürlich die, die am schnellsten geht. Und die, die am schnellsten geht, ist nun mal das erste Quest. Muss man einfach sagen. Das geht echt am schnellsten. So. Ja, angekommen. Ab aufs Kriegsross. Und jetzt den dummen Fahrradlook killen, der hier gleich um die Ecke ist. Da ist eine Höhle. Mhm. Ist er da drin? Nein, da kommt er immer raus. Ja, Sorgenkind, da kommst du nicht lang. Und tot. Das geht schnell. Und damit ist das Quest abgeschlossen und es geht wieder ein Tatending auf. Oh, schließt die Veranstaltungskarte von Jahr 1 ab. Schließt die epische Karte von Jahr 1 ab. Also jede Karte hat etwas anderes. Ablehnen, ich bin fertig. Nimmer müde. Okay, 10 Jahre voller Veranstaltungen. Gut. Also muss ich doch alle machen. Oha. Gut, jetzt die anderen Sachen. So. Wo haben wir es? Da. Ab in die 21. Machen wir schnell mal die Sachen aus Moria. Ja. denn wir können hier wunderbar nach Delftblick reisen. Und dabei ist mir eingefallen, ich habe jetzt völlig vergessen, Barachs Lager zu holen. Na gut. Muss ich mir mal aufschreiben, dass ich die unbedingt mal nachholen muss. Barachens Lager, alles klar. So, hier sind nur Ziegen erlaubt. Und jetzt die Frage, wo ist dieses Tor? Tor des Zwergenfürsten. Da. Nach Duins Weg. Ja, also hier lang. Einmal die Treppe runter. Och, das waren auch noch Zeiten. Das erste Update von Level 50 auf Level 60. Man hat sich gerade so durch das Gebiet in Eregion durchgekämpft. Schnell vor dem Rest. Und war dann hier praktisch alleine in Moria. So wie jetzt quasi auch. Ganz alleine. Riesige Bauten. Man hatte alles Mögliche. So, und hier ist schon mal eine Erinnerung. Bauten, wo man durchgelaufen ist, ewig lange Gänge. Moria war noch viel weiter, als es jetzt ist. Kann ich das ansehen? Ja. Gut. Muss ich noch in die lodernden Tiefen. Okay. Bestimmt von 21. Halle auch runter. Schnelleren Weg. Ja, das war noch was. Und dann, wie immer, so gute 2 Wochen später war hier alles überlaufen. Spieler über Spieler, alles war überlaufen. Man konnte nicht mehr in aller Ruhe selber questen. Waren so viele Leute da und inzwischen ist das ja der Normalzustand, dass am Anfang ganz viele Leute da sind in den ganzen Questgebieten, so wie jetzt auch wir immer wieder Leute gesehen haben, die hier halt dabei sind, weil halt alle ganz schnell alles machen wollen. Und da ist der Stallmeister. Und der schickt uns jetzt in den tiefen Abgrund. Von dort aus sollte ich eine Schnellreise ins Wasserwerk nehmen. Keine Schnellreise in den verrotteten Keller. Nur eine normale Reise. Na gut. Aber es geht trotzdem immer noch schneller als alles andere. Gibt halt keine wirklich schnellen Wege darunter. So. Hier durch diese Höhlen durch und alles. Oder gab es noch irgendwo was? Stallmeisterkarte. Moria. Wachtmeister werden verbunden zu Orkwacht. Die war Abgrund, Abscholl, ihr Schlund. Hier kann man nicht. Schade. Und was haben wir hier noch? Abscheulichen Schlund. Ja. Der fehlt mir. Abscheuliche Schlund fehlt mir auch. Okay. Ist das der einzige? Ne, mir fehlen 5 Stück. Abscheuliche Schlund fehlt mir. Irolelens Lager fehlt mir, ganz oben beim Balrog. Melunien, okay, das fehlt mir auch. 3. Und nördliche und Barachens Lager. Ah ja, okay, die fehlt mir. Ich hatte Kandelet auch. Ansonsten habe ich alle Steinmeister. Die Drehkreuze sind hier alle extra markiert. Ja, latscht doch endlich mal ein bisschen schneller. Ich bin doch auch gleich fertig. Und fertig. Alles klar. Ab auf die normale Ziege. Jetzt kann ich wieder selber reiten. So. Das abgeschlossene Quest kann auch weg. Auch. Und jetzt schnell rüber in die lodernden Tiefen, indem wir jetzt hier runterhüpfen. Ah, okay. Doch noch 4 Sekunden Pause gekriegt. Und jetzt einfach nur hier weiter. Kommen wir jetzt gleich am Tor der 7 Väter vorbei. Duck, 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 duck. Warum habe ich eigentlich diese komische Ziege hier genommen? Die flinke Ziege. Die ist auch schnell genug, aber ich habe doch auch andere Ziegen. So, da haben wir es doch schon. Ein wahrhaft großes Monument, Tor der 7 Väter. Durch diese beiden Tore sind wahrscheinlich die Gefährten auch gekommen. Alles klar. So, jetzt gucken wir uns die Argonath an. Dazu müssen wir wieder nach Vorlach. Weil das hätten wir vorhin mit erledigen können. Da waren wir nämlich schon fast bei den Argonath. Hätten wir nur entsprechend richtig zurückreiten müssen. Hätten wir es auch gepackt. Wären wir gleich bei den Argonath gewesen. So müssen wir halt echt versuchen, dass wir jetzt halt nochmal hinreiten. Also Harweg. Und von Harweg aus können wir ja dann entsprechend wieder weitergehen. Genau, wir könnten jetzt von Harweg weiterreisen. Wir könnten aber auch, wie heißt denn das da unten? Flutwend. Darunter. Etengeld. Flutwend. Reisen wir mal nach Flutwend. Von dort aus runterreiten zu den Argonath ist nicht mehr weit. Und stopp. Und jetzt einfach nach Süden. Dass hier jetzt ein junger Charakter hinbekommen soll, ist mir ein Rätsel. Der kann doch hier hinten nirgendwo hin. Geschweige denn in die hinteren Gebiete. Also der kann doch im Prinzip hier gar nichts machen. Komm. Genau, da sind die Argonath. Ach, das sind sie doch. Wunderschön anzuschauen, wie sie den Arm halten. Ach, genial. Und hier gibt es einen Boromir. Du bist tot. Ach ne, Borotmir. Dass die Leute sich nie mal ordentlich gute Namen ausdenken können. So, der Stein von Erech. Den kriegen wir von Dol Amroth aus. Das ist das nächste große Bauwerk quasi. Genau, sind wir jetzt wieder in Dol Amroth. So, und wir nehmen jetzt die Schnellreise nach Morlat. Das ist nämlich der Ort, der gleich am Anfang vom West-Gondor-Gebiet ist. Von dort aus ist es dann auch nur noch ein paar Meter zu reiten bis zum Stein von Erech. Genau, da hinten sieht man ihn schon. Hier oben, da ist er. Ne? Isildur selbst soll diesen Stein hierher getragen haben. Das ist halt schon immer interessant, dieser Riesenstein und so rund und so weiter. Fast so, als ob der nicht von Menschenhand gemacht worden ist. Nicht lang. Deswegen ist das hier der Hügel von Erech. Da haben wir einen Geist, den wir zwingen mussten. Ups, hier sind noch mehr. Boah, grauen hier. Da sieht man den Schimmer auf dem Stein. Gut, Gut, und jetzt ab zur Kreuzung. Da weiß ich jetzt genau, wo ich hin muss. So. Reisefertigkeiten. Jetzt gucken wir nochmal. Ganz zum Schluss. Ich habe nämlich Schlachtgezeichnete aus Gilead. Da haben wir es doch. Da wollen wir hin. Das Kriegsrossmittel angeben. So, und go. Und hier ist nämlich das nächste Bauwerk, deswegen die Kreuzung wahrscheinlich auch wirklich diese hier mit gemeint ist. Genau. Weil das ist der, ja, wer ist denn das? Einer der großen Könige. Ah ja, und hier sind auch mehrere Erinnerungen für den Fall, dass man scheinbar eine vergessen hat. Fertig. Und abgeschlossen. Und hierfür gibt es auch was. Also es gibt drei Bücher, jeweils von Jahr 1, Jahr 2, Jahr 3 und so weiter bis Jahr 10. Alles klar. Gut. Jetzt machen wir noch die letzten Quests. 2 Stück muss ich noch abgeben für die Tagesbelohnung. Die 2 noch. Und genau, Jubiläum Rumpel abgeben. Pausbacken in Hobbingen abgeben. Und ich habe noch hier die Keulen, die ich in Esteltin abgeben muss. Geben wir die mal schnell ab. Ja, habe ich schon gesagt, dass es schön ist, mit dem Jäger das zu machen. Denn mit dem Jäger kann man wirklich wunderbar schnell durch die Lande ziehen. So, Nils. 1, 2, 3, 4. Also nämlich Tagesquests. So, die zählen nicht. Und dann haben wir jetzt hier noch Michelbinge. Damit wir dann nach Hobbingen reiten können. Das können wir, glaube ich, sogar manuell machen. Das automatische Reisen ist nicht gut. Mal gespannt, ob das reicht. Oder ob ich noch eine Quest machen muss. Ich habe auch noch hier Feuerwerkskörper. Na gut, bleiben wir auf dem Wegen. Wenn ich jetzt das abgebe, ob ich dann jetzt auch gleich Tag 2 machen kann oder ob Jahr 2 machen kann oder ob Jahr 2 dann erst demnächst kommt, ne? Ob das erst morgen kommt. Sinnvoll wäre es ja schon, wenn das erst morgen käme. So, in Hobbingen. Da ist er, Dudo Pausbacken. Hallo? Wo ist er denn jetzt hin? Ich wollte nur nach Dudo Pausbacken. Da. Da ist er. Hat mich das Pferd irgendwie verschoben. Geschenk. Ha, da freut er sich aber. Liefert den Schild bei Omra im Frierensplatz ab. Okay, da kann ich auch schnell hin. Nehmen wir das Quest mal mit. So, was sagt denn jetzt Waldemar Rumpel? Ich habe wirklich alles gefunden, was auf der Karte aufgelistet war. Meine Güte, ich weiß noch nicht einmal, was das alles sein soll. Ihr scheint weit gereist zu sein. Ihr wart gewiss schon in Archet und Bre. Habe ich recht? Ja, Archet und Bre haben wir relativ schnell verlassen. Tja, ob ihr es glaubt oder nicht, diese Tunichtgute haben tatsächlich Belohnung hinterlassen. Haben sie einfach direkt neben mir unter den Tisch geschmuggelt. Erwarten sie, dass ich ihr Spielchen mitspiele? Pah! Aber es wäre eine Schande, ein gutes Geschenk verkommen zu lassen. Also bitteschön, hier, weil ihr mir geholfen habt und versteht, wie man feiert. Dann schaut nächste Woche wieder bei Waldemar vorbei, um eine weitere Schnitzeljagd Karten zu entdecken. Das ist schön. Denn das bedeutet, es findet die Schnitzeljagd nicht nur zu Zeiten jedes Festquest statt, was ja nur 2 Wochen ist, sondern offensichtlich jetzt die nächsten 10 Wochen. Also, dann sage ich jetzt mal erstmal jetzt beenden. Und, ach so, ich kann ja auch noch weiteres verfügbares Jahr machen. 2, das abgeben. Und... Hä? Ich kann Jagd Nummer 2 auch gleich annehmen, oder was? Interessant. Er wollte, dass ich es nächste Woche annehme und jetzt kann ich 3 Stück auf einmal machen. Schließt ein weiteres wunderbares Jahr ab. Intro. Und jetzt kann ich das nächste. Fauler Waldemar. Das habt ihr euch doch ganz sicher gedacht. Hat nicht einmal versucht, diese Dinge abzunehmen. Ich habe es sehr wohl versucht, müsst ihr wissen. Und wer auch immer dahinter steckt, hat sie wieder aufgehängt. Vollkommen unbefugt. Das versichere ich euch. Bitte nehmt euch doch noch eine Karte und seht, was ihr damit anfangen könnt. Ah ja, interessant. Also ich dachte jetzt, es kommt jetzt wöchentlich. Aber ich kann offensichtlich auch gleich das zweite machen. Und deswegen mache ich mal schnell einen Cut, damit nämlich dann gleich mal... nee, bevor ich Cut mache, erst nochmal reingucken. Da haben wir natürlich... Was haben wir da? Ätherische Essenzfragmente. Was haben wir jetzt als Belohnung bekommen? Das erste. Ein Stein von Erech. Großer Hof. Sehr schön. Kann man ausrüsten auf dem Haus. Was habe ich noch bekommen? Schrift von Bauer Maggots Hund. Ein Hund. Sehr gut. Gleich mal einlesen. Ein weiteres Tierchen. Der sieht aus wie... Oh, aber ganz gut. Da unten haben wir. Wuff, wuff. Und was haben wir hier? Stück Papier. Stück Papier. Kann man gar nichts mit anfangen. Vielleicht braucht man das nochmal irgendwo für. Zum Eintauschen gegen irgendwas. Ah, und natürlich, weil ich jetzt alle 3 gemacht habe... oder Schnitzeljagd abgeschlossen habe, gibt es Rüstung des neutalgischen Drachen, Schrift des majestätischen weißen Hirsches, ah, ein Tier, und Rost des nostalgischen Drachen. Oh ja, interessant. Also ein Pferd. Sehr gut. Alles klar. Gut. Ja, dann mache ich jetzt aber trotzdem erstmal den Cut, denn dann geht es gleich weiter jetzt mit, ja, Teil Nummer 2.